70 Kubik Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche nicht. Wow, moin moin. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um die Booster hier. Sachtin. Die Leute, die auf Instagram folgen, haben es auch schon gesehen. Ehrenbruder Tim Billmann ist auch am Start. Der war dabei, wo wir den Zylinder gemacht haben von Lilo. Ah, was ist das denn? Das war aber noch nicht, oder? Doch. Ja? Ja, das war. Lass, das ist dieses. Blinkerglas. Blinkerglas, das ist aber schwarz. Ja, das ist die Booster, die habe ich für 170 Euro gezogen, aber läuft nicht. Hier ist auch so, der Typ hat keine Freunde, hat Bennett gesagt. Ist schon abgefuckt auf jeden Fall. Wir gucken jetzt, was wir so daran machen müssen, was fehlt, um die zum Laufen zu bringen. Wir werden die auf jeden Fall wieder Ori. Oh mein Gott. Wir werden die wieder Ori machen. Ja, mal gucken. Also, erstens, falls jemand hier so einen Gepäckträger hat für hinten, MBK, was war das? Rocket. Dann meldet euch. Ich möchte diesen Ständer hier haben für hinten, diesen Gepäckträger. Das ist die normale BWS, glaube ich. Ja, können wir mal gucken. Machen wir Verkleidung ab, Helm fach raus. Dann holen wir, glaube ich, mal den ganzen Driss raus. Muss mal gucken, wo ich die ganzen Teile hinstelle. Hier wird es immer enger. Ja, irgendwann weißt du nicht mehr, welche Teile zu welcher Karre gehören. Doch, das kriege ich hin. Hier ist schöner 2-Punkt-Lenker. Auch komplett verkackt mit einer Schraube irgendwie. Wir haben die ja zusammen abgeholt, ne? Ja, das stimmt, das brauchen wir auch mal. Bremszug ist das wahrscheinlich. Nee, ich würde sagen, das ist vom Ziehmann dran. Ganz fest, zieh weiter. Nee, es ist der. Achso, Choke. Ja, gut, das kann sein. Ja, abgefahren, kannst du rausziehen. Oder auch nicht. Ja, lass drin. Lass erstmal ein bisschen Verkleidung abmachen und dann Motor gucken. Motor. Hier fehlt ja alles. Vergaser, Luffy. Hier drin ist auch nichts. Müssen wir mal luschern jetzt, ne? Was Sache ist. Ja. Aber also Zündung funktioniert komplett. Wo ist der Schlüssel? Warum lässt ihr nicht da ran? Ja, ich habe das Helmverräder auf. Achso, also Blinker und so funktionieren auch. Das ist ziemlich krass, sag ich dir ehrlich. Alter, wie hell der ist ohne diese scheiß Blinker. Alter. Wow. Alter. Ja, tu die Schrauben alle hier rein. Da liegen auch noch zwei. Also auf jeden Fall 70 Kubik verbaut. Gucken wir jetzt mal. 70, doch, halt die. Ja, chill mal. 70 Kubik. Das sind richtig vercrackte Schrauben hier. Alter, CDI. Das ist echt schon echt geiler als die von. Zum Schrauben ist die echt geiler als die von. Wo hast du die Dings? Ja, guck. Das ist immer noch. Oh. Hebt die mal auf. Die Backen. Die Arschbacken, Junge. Bestimmt das ist, Öltank oder so, ne? Nein, das ist einfach nur die Klappe, damit man schneller gucken kann und nicht die ganze. Denkst du echt? Ja. Aber warum macht man das so dumm? Ja, da ist der Vergaser eigentlich. Ach so, ja. Also okay. Bei meinem. Ah, nee, das ist da bestimmt Zündkerze, ne? Bah! Auch keine Ahnung. Also Gott. Ich kenne das nur. Hat der bestimmt angehabt. Ja. Hier, Zündkerze. Sieht auf jeden Fall nicht so geil aus. Ah, hier, damit man direkt an die Zündkerze kommt. Das ist stark gemacht auf jeden Fall. Muss ich sagen. Muss ich mal. Das ist wieder ein Teil hier, Alter. Hä? Hier ist einfach eine offene Schraube, guck mal. Da war drin. Alter. Die noch spritzt eigentlich? Ja. Alter, ein grüner Tank. Tschüss. Kann man den jetzt nicht abkriegen? Nein, das ist irgendwie ein verficktes Teil da. Man muss nur wissen, wie, wa? Was ist denn hängen? Ah, entspannt. Lass mich mal gucken. Also, das ist auf jeden Fall Gaszug und Choke, ne? Ah, ne, das ist Choke. Ah, das hier. Stimmt, was ist dahinter? Das müssen wir jetzt gucken. Einfach so ein komische. Bennett meinte, es ist eine Bombe. Boah. Da war bestimmt so eine Blackbox oder so. Aber wer macht so dämlich dann? Eine elektrische Wasserpumpe. Ja, das kann ich auch mir vorstellen. Aber weiß ich jetzt nicht, ne? Also für eine. Ich habe erst gedacht, es gibt ja auch Schalter für CDIs, ne? Aber ich war. Boah, krasser Stecker, yo. Das kannst du doch mal als Kills. Batterie, Digga. Batterie, ja, die funktioniert ja. Ja. Ja, das ist ja clean so. Das würden wir sagen, lassen wir mal so. Gucken wir mal, was wir noch brauchen, um den Motor auszulegen. Hier, wir brauchen so ein
Ah, ey, der ist korrekt, der Ansaugstutz ist noch da. Haben die einfach lose geschraubt, die das gederbert haben. Ich weiß gar nicht, ob du das schon erzählt hast. Habe ich das schon erzählt? Ja, keine Ahnung, der Roller, den habe ich halt für 170 Euro gekauft und wurde halt alles geklaut, ne, was man so klauen kann auf schnelle Welle. Stand am Bahnhof, haben die den Variokast aufgemacht, haben die alles geklaut und dann wieder zugeschraubt. Ja. Richtig dumm. Wieso lassen die ihn nicht einfach offen? So komisch, die Leute. Weiß gar nicht, darf man den Chefsessel eigentlich hier benutzen? Den, ja. Aber nur den rosanen. Ja, nein, der Chefsessel ist von Bennett. Ja. Ich weiß. Ich ärgere mit Bennett. Weiß oder rosa? Rosa. Rosa. So. Wie läuft deine Kimpo? Holperig. Hast du gar gemerkt, du Arschloch. So ein Haufen Scheiße, dieses Ding. Unfassbar, wirklich. Ich weiß auch nicht, bis heute weiß ich nicht, wie auf die Idee gekommen ist, in eine Kimco zu kaufen. Ja, Digga, die ist ja nicht für die Schule, Digga. Trotzdem Quatsch. Guck mal, was das für ein Auspuff, der da drauf ist. Ja, Sony. Hab ich letztes Mal schon gesagt. Z oder R? Racing. Ja, Sony Racing. Wahrscheinlich ja Sony R dann, ne? Ja, also steht nur Racing drauf. Ich hab keine Ahnung, Digga. Wie sieht der noch aus? Ganz okay, ne? Ja, also. Der meinte auch, der war neu. Ne, mal selber. Er meinte sogar, er hat den gekauft. Wie dämlich. Ja. Und dann mir die Karre für 170 Euro verkaufen. Und der Auspuff alleine hat so viel. Schnelles Geld. Keiner weiß. Aber ich merk schon, dass die Rocket hier besser aufgebaut ist auf jeden Fall. Man merkt, dass sie sich was dabei gedacht haben. Ja, da haben die zwei Wodkaflaschen gesoffen, wo die Dinge konstruiert haben. Hier merkt man schon, dass ein bisschen die verbesserte Version von dem Arzt ist. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Baujahr ist. Gar kein Plan. 2004 oder so. Ja, irgendwie so. Kann man das jetzt abnehmen, ich hoffe? Nein, du musst nur noch hier. Ist das nicht ein Einteil? Nee. Doch. Ja? Das sieht doch voll so aus, Alter. Ich glaube, der ist selbst von unten noch. Der hat ja einen Unterboden, kennst du ja nicht, ne? Nee. Aber hier ist noch eine Schrufe. Ich brauche dieses Ding hier. Unterboden cringe. Was das auch für ein kleiner Einlass ist, Alter. Wie soll da denn der Sprit durch? Luft. Luftgemisch. Wow! Nichts. Ja, doch. Klar. Boah. Andere Seite noch, ne? Ja. Hier ist das Zeug für die Booster hier, für die rote. Von Jakok. Ah, die Teile habt ihr schon gesehen. Aber haben wohl die? Nur auf Instagram, ne? Ja, nur auf Insta. Ja. Kann ich euch mal zeigen? Das Griff. Membran. Zündkerze steht da. Boah, ganz viel neuer Stuff. Was soll ich die Sachen rausholen, Luis? Also machen. Unboxing, Junge. Junge! Mhm. Oh nein! Hier. Getränkt in gelber Wichse. So, das kann der jetzt auch wieder einpacken. Der Hund. Oh, alter Mann, Junge. Das Schloss sieht eigentlich schon stabil aus, ne? Ja. Besser als wie bei der Sim von mir. Ja, da war gar nichts. Ich würde einfach aufziehen. So. Wow! Kabel-Marbelbaum. Ja. Kann man machen, ne? Kann man machen. Sieht auf jeden Fall besser aus wie bei Jakok hier. Ja, Kokok. Hier. Da steht's. Oder was steht da? Das Radnummer nur. MBK1 Tree. Wie viel? 81 Dezibel bei 3400 Umdrehungen. Quatschig. Muss lauter. Aber wir wollen ja Ori fahren. Mit der Suli, ja. Nein, der kriegt wahrscheinlich die Kiste. Müsste ja passen, ne? Ja, zieh dir deine Nase mal putzen, Otto. Ja. Hier, mein Kind. Danke. Ja, und die Sitzbank ist nicht so gefickt wie die hier. Ja, die ist richtig in den Arsch genommen. Die ist voll clean. Machen wir jetzt Unterboden ab oder was? Ich würde sagen, Motor aushängen. Aushängen, ja. Ja, nee, warte mal. Wir müssen als erstes machen wir den Juffen ab. Oh, Mann. Den Juffen?
Ja. Den Juffen. Gib mal. Ja, darfst du schön drunter knien. Was ist das denn? Ich glaub, 13. 13, ne? Welche Knarre? Mittel. Kleine. Zähler, Mina. Und 13. Nee. Silber? Ich hab schon. Silber hast du schon. Ich meinte auch mittlere, Bruder. Ach, mittlere. Ich dachte kleine. Oh. Also der Endschalldämpfer sieht echt noch clean aus wie neu, ne? Wow. Wie soll ich da denn rankommen, Alter? Brauchst du da das erstmal aushängen, die so. Wo sind davon diese Schrauben? Ah, hier, ne? Hier. Kann man das. Oh, Unterboden. Ja. Oh, Alter, oh. Wer macht denn so einen Quatsch? Die lag auf jeden Fall schon mal auf der Fresse, die Kanne. Warum? Weil hier sind mega die Spuren. Guck hier. Ja. So, jetzt machen wir hier die. Hier muss man voll viel abmachen, damit man da dran kommt, ne? Ja, da ist ja noch nichts ab. Bei der Aerox ist das nicht so. So, leg die mal zur Seite. Ich kann mir auch den ganzen Lenker und so abbauen, ne? Weil du musst... Ja, Lenker muss ich sowieso abbauen, ja. Aber lass erstmal heute in dem Video gucken, also Motor ausbauen und gucken, was da so Sache ist. Boah, sind die Gewinde von der Spiegel. Ja, die sind mies gefickt. Und das andere? Auch. Alter. Aber du brauchst eh so ein neues Teil. Ja. Eigentlich. Ja. Oha. Ja, hol raus. Viel. Alter, ich habe jetzt zwei so Schraubkisten hier stehen, ne? Ich habe gar keinen Platz mehr, Alter. So. Jetzt kannst du den Bolzen rausziehen. So, hier hoch. Warte, wenn ich. Jetzt. Oh, stopp. Oh mein Gott. Ja. Abgefuckte Scheiße, Digga. Da haben wir schon wieder so einen Hubbel stehen, ne? Wenn ihr euch fragt, wo steht denn die Aerox? Die steht vor der Tür. Weil hier kein Platz ist. Die MT. Die Bitch. Ja, die MT steht auch draußen. Weißt du was noch? Die Kimco. Ah, die darf hier eh nicht mehr rein. Die hat Hausverbot. Können wir direkt gucken, ob ihr die Drossel drin gelassen hat. Vom Yasuni? Ja. Cringe, wenn ja. Doch, hat der. Halt mal bitte so. Ah, oh, der hat doch ja auch einen. So, rund, go, ja, runterrücken. Der hat ja auch einen Roller, der 30 PS. Stimmt. Seine Aerox hatte 30 PS. Auf Prüfstand. Auf Prüfstand. Sogar bei Gott. Der fällt jetzt gleich, ne? Ich kann den... Halt mal den ganzen Block, bitte. Ja, da muss ich die Kamera weglegen. Nee. Nur den. Den ganzen Block, also. Boah, ist das eine Scheißschraube. Oh mein Gott. Schon mit Loctite fest. Nee. Ein gerastet, die Sau. Bis jetzt sieht gut aus. Oh. Das kam einfach letztens, nee, nicht letztens, vorgestern, aber gestern Abend. Jemand auf dem Scooter-Tuning-Discord hat mir so erzählt, dass die ganze Klasse über mich redet und so. Und dass ich ja voll toll bin und meine Videos so nice sind. Und dann meinte ich zu dem, wäre das krass, wenn du mit Autogrammkarten für jeden in die Schule kommst. Der so, boah, ja, Mann. Jetzt schicke ich dem 20 Autogrammkarten. Mit dem Bild, oder was? Was? Mit dem Bild, mit Bennett. Ja. Ja, hab ich schon gesehen. Mal gucken, wird der bestimmt voll der Player sein in der Schule jetzt mit den Karten. Hoffentlich verkauft er die nicht. Aber wer kauft denn Autogrammkarten? Oder was? Nee, weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja auch nicht so ein famer Bastard, aber... Noch nicht. Ja. Wie lang ist eigentlich diese Schraube? Ich schwöre. Ich dreh mir halt ab. Der Block ist hart. Boah. Boah, der Juffen. Zeig mal her. Guck mal, was für eine Rundung. Zeig mal das Löchlein. Ja, der ist entrosselt. Stark. Also zumindest vorne. Ja, hier gibt eine. Wo war noch eine? Hier vorne. Hier. Bis hier oder so ist die. Ist abflexen oder so. Egal. Hier, Jakob, schenke ich dir nicht. Kann der schön abkaufen. Normal. Boah.
Tisch ist stabil, auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, was da so verbaut ist. Nämlich nix. wo war der Auspuff dran? Das willst du nicht so machen. Warum? Digga, wir haben auch so schnell. Ja. Was kannst du nicht machen mit dem Mann? Doch, das geht. Bis der den Ratschekasten geholt hat, ist schon fertig. Kollege! Das ist so eine gute Idee. So. Mhm. Ja. Andererseits muss auch noch warten. Nein, lass es. Wir gucken erstmal die Batterie, weil da ist richtig viel verbaut. Ja? Ja, Ballard. MHR, ne? Oversize. Stimmt. Oversize. Alter, was sind das für Schrauben? 13 verschiedene. So. Ah, ne, da ist noch was. Hier spawnen neue Schrauben. Ja. Ah, doch, da ist irgendwas. Ah, ne, ist nur der Riemen. Ah, hinten die Kupplung ist auch noch da. Wow! Die haben nur die Vario geklaut. Oh mein Gott, Jackpot. Ja, aber hat er ja auch gesagt, ne? Echt? Ja. Hä, hey, warum klaut man denn nicht alles direkt? Wenn man das schon einmal aufmacht. Warum schraubt man überhaupt einen Roller auf und klaut nicht den ganzen Roller? Ist ehrlich so. Was denn, Alter? Wow. Okay, ja, das... Ori, Kupplungssphäre. Ja, oder egal. Was ist das für eine Schraube, ja? Das ist normal. Ja? Hey, das ist gut. Das ist richtig gut. Ja, brauchst du nur noch die... Dann lass direkt Vario einbauen. Ja. Wo ist die denn? Hat er seine neue Vario, hat er schon, ne? Ja, Sport Pro, die liegt oben in meinem Bett. Ja. Ich habe eine Nacht mit der gekuschelt, weil dann hält die länger. Ja. Ich habe das mit Jakob abgesprochen. Ich darf das. Alter, da ist sogar Ich-Starter alles drin. Ja, ja. Alter, wenn der funktioniert, ne? Ja, wird der, glaube ich. Aber die Elektronik ist halt... Ja, das doch. Ist ja Mechanik. Ja, ja, aber ich glaube, ja doch, könnte funktionieren. Das ist auf jeden Fall vollständig. So. Was sind das für Gewichte? Ja, keine Ahnung. Ach so, 7 Gramm, glaube ich, oder so. Warte. 5,5 Gramm ist das. Ja. Voila, Garantie. Den Kollegen. Ey, das ist ja so Jackpot, da ist ja noch alles dran. Da ist ja nur die Vario geklaut, eine Vergaser. Die haben nur das geklaut, was sie brauchten. Ja, kann sein. Was für Vollfass. Das ist genau die gleiche Strafe, wie wenn du einen ganzen Roller klaust. Ich hab mir gedacht, merkt er nicht. Merkt er nicht. Der Ofen läuft nicht mehr. Tu mal. Achso, warte. Ja. Alter, der ist viel zu groß. Ja, aber das ist eigentlich so normal verbaut, glaube ich. Ich glaube, das könnte auch eine Tuning-Kupplung und so sein, ne? Nee, der hat ja auch noch den. Also, wenn du hier eine Tuning-Kupplung kaufst, ist doch auch eigentlich mal eine andere Feder dabei, oder nicht? Wo siehst du denn die Feder? Ja. Ich glaube, das ist traurig. Keine Ahnung. Schlagschraube. Ja, auch immer. Das gute Teil. Ist der Arm hier? Luft hat er. Luft wackelt, hat Spiel, wie sagt man? Fest wackelt und hat Luft oder so. Er hat Spiel, ich glaube Spiel. Zur Kerze haben sie auch geklaut. Mit Jurensöhne. Vielleicht hat der geklaut. Aber vielleicht, ja, die haben bestimmt nur das geklaut, was sie brauchten. Neue Zündkerze, ja. Ich dachte, du willst gucken. Als ob man das am Bahnhof findet, Alter. Das kannst du doch keinem erzählen. Ich meine, der Typ hat uns gesagt, das wurde am Bahnhof geklaut alles. Aber als ob die am Bahnhof Vario-Kasten aufschrauben, dann mit... Ja, die bestimmt über Nacht stehen lassen. Ja, das kann sein. Aber dann mit dem Schlagschrauber die Vario abmachen, dann nicht die Kupplung klauen. Das ist so komisch alles. Das macht alles keinen Sinn, ich schwöre. Gesagt, ist irgendwas faul, aber... Ja, ist egal. Hä, das ist so safe. Das ist doch kein 70er. Das ist 50. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich nicht gesagt. Das ist so doll ein 50er. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Den machen wir jetzt auf, die Peach. Wir suchen den Heim. Aber der hat finde den Fehler, Alter. Das macht alles keinen Sinn irgendwie. Dann ist der ja auch niemals 85 gelaufen. Das kommt sein, ja. Finde den Fehler, aber das kann nicht sein, dass die... Also warum irgendwas, sollte er das sagen? Irgendwas ist faul. Irgendwas muss faul sein hier. Ich schwöre, irgendwas ist hier noch. Meintest du nicht noch irgendeinen Typen, den du kennst? Ja, Lukas Dörr kennt die Maschine. Der meinte, ja, vielleicht. 70er Naraku. Liest du hier irgendwo Naraku? Ich sehe nichts. Steht da, 49. 49 Kubik.
Aber könnte auch, bei Streetwear steht auch 49 Kubik drauf. Mhm. Beim 70er. So, machen wir ob den hier fällt. Ich glaube, der hat die, ich hatte ja auch überlegt, die Karre zu kaufen, ne? Ja. Und der meint zu mir, er hätte noch eine MHR Vario. Ja. Kann sein, dass der die Sachen schon verkauft hat. Das ist 70 Kubik. Das ist 50 Kubik. Alter, ist der gefickt. Das geht voll. Der da. Ja, der ist gebumst. Das geht noch hier. Das ist echt noch in Ordnung. Ein bisschen Dreck drin, aber sonst. Vorsicht, Augen zu. Das sieht doch in Ordnung aus, for real. Lass mal Laufbahn gucken. Ah, das war ja, sieht alles ein bisschen dreckig aus auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall abnehmen. Kopfdichtung. Süß. Boah, was ist das für eine Kacke. Oh! Zylinderkock. Was, warte, was denkst du, ist das eine HPC-Welle oder ist das die Ori-Welle, Halbwagen? Der meinte ja, ich weiß es nicht. Ja, aber was denkst du? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich würde sagen, das ist die Halbwagenwelle. ASMR-Regentropfen, Alter. Sie wippt sich, komm ich. Alter! Ja, Halbwagen. Ja, das ist so doll. Ich weiß nicht mehr, was er meint. Ja, Welle ist noch in Ordnung. Aber, boah, guck dir den Zylinder Kolben an, Alter. Kannst du auch keinem erzählen, ne? Krass. Zu 9 Kolben? Was? Zu 9 Kolben? Das ist 70 Kubik. Ich hole komplett neuen Zylinder. Ach so. Ja, weiß ich ja nicht, was. Man kann 70 Kubik nicht legal fahren. Also so runtergebraucht, dann kriegst du die nicht. Achso, ich dachte, du überprüfst jetzt einfach nur. Ich dachte, du überprüfst noch, ob das noch fahrbar ist. Nee, ich mach den fahrbar. Ja. Aber bevor ich hier Geld rein investiere, will ich das erstmal mit den Papieren klären, weißt du? Also, wir haben ja diese Unbedenklichkeitsbescheinigung, deswegen bin ich schon mal safe, aber ich will dich auf jeden Fall vorher schon anmelden, bevor wir da Geld rein investieren. Ja, aber du kannst dich ja jetzt schon anmelden. Ja, weiß ich nicht. Mit der Unbedenklichkeitsentscheidung kannst du die. Du kannst die, glaube ich, auch schon nur mit dem Kaufvertrag anmelden. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, ist so. Steht auch ganz oft in diesen eBay-Kleinanzeigen. Irgendwie, wir machen einen Kaufvertrag und sie können den anmelden oder so. Gib mal einen kleinen Schlitz. Kleinen Schlitz? Wo sind die denn? Da. Ganz klein. Ja, der Naraku 70 Kubik, ey. Das ist eine Schlampe. Ah, ne, vielleicht schrauben. Wenn jemand 70 Kubik haben möchte. Also, for real, wenn jemand 70 Kubik haben möchte und den Versand bezahlt, schenke ich. Voilà. Voilà, voilà. Versand für so ein Ding, 7,96 Euro, glaube ich. Ich würde auch alles mitschicken. Also hier das und so. Mit Motorblock und. In der Rauchen ist tödlich Kiste, kriegt ihr das. Liebevoll eingepackt. Hier, das schenke ich für 7 Euro Versand. Oder abholen. Und noch die Schrauben. Nein, die brauche ich. Ach, sie brauchst du. Die sind nämlich nie dabei. Ja. Nee, die sind von den Stehbolzen. Die hat aber jeder eigentlich. Also Tim von Scooter Tuning Discord. Lohnt sich auf jeden Fall drauf zu kommen. Größer Tuning Discord Deutschlands. Mhm. Der meinte, wenn du den auf jeden Fall hier wieder nimmst, dann spül den Motorgehäuse, also komplett einmal Bremsreiniger rein, komplett füllen, fluten, schütteln und dann auskippen und dann masse ich Motoröl wieder, bisschen an die Simmeringe, also an die Lager und so und dann richtig fett einfahren erstmal den neuen Zylinder, weil das ist ein bisschen kacke sonst, man weiß ja nicht, was damit gemacht wurde. Welle weiß ich nicht, ich weiß nicht so ganz. Also, warte mal, sieht man das von hier? Ist noch in Ordnung, glaube ich, würde ich mal behaupten. Das kann man noch machen. Ja, sonst sieht eigentlich echt in Ordnung aus, muss ich schon sagen. Läuft auch super. Die Welle bleibt auf jeden Fall drin. Das hier brauche ich gar nicht alles aufzumachen.
Ich weiß nicht, was hiermit ist mit der Benzin, mit der Ölpumpe. Keine Ahnung. Ja, sieht aber auf jeden Fall schon mal gut aus, ne? 1 Stunde, 6 Minuten, was hältst du davon? Ja, reicht doch. Dann sag jetzt mal was Schlaues für den Abschluss, dein Abschlusssatz des Videos. Bäume haben grüne Blätter. Das sind wahre Worte.